Und hier haben wir ApoRed, damals noch im Gespann mit KS und Krappi. Ich glaube, über die Outfits von KS und Krappi müssen wir uns nicht großartig unterhalten. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich habe euch ja auf Instagram aufgerufen, eure schlimmsten Outfits einzusenden. Also schickt mir da jetzt noch eure Outfits, auf die ihr vielleicht nicht mehr ganz so stolz seid wie damals, wo ihr mit den Marken geflext habt. Da sind schon ein paar Einsendungen gekommen, allerdings ein paar zu wenig. Deswegen jetzt nochmal aufgerufen auf Instagram, da nochmal die Instruktionen folgen und mir mit dem Hashtag LostHypistFit eure schlimmsten Outfits einsenden. Um die ganze Zeit zu überbrücken, bis wir das Community-Outfit machen können, habe ich mir überlegt, warum schauen wir nicht mal in die alten. Postings der Fashion-YouTuber rein und sehen uns an, welche schlimmen Outfits die so früher mal getragen haben. Damals fanden sie es vielleicht cool, heute ist es eine absolute Katastrophe. Hat sich es ziemlich schwierig herausgestellt, weil so ziemlich jeder seine ganzen alten Beiträge gelöscht hat. Also da gibt es teilweise nur 30, 40, 50, 60 Posts und äh, da war es schwierig, äh, schlimme Outfits zu finden. Bei mir war das Ganze aber schon viel einfacher, denn bei mir sieht man von 2015, von meinem ersten Fit bis heute jedes einzelne Ding und äh, ja sind auch viele peinliche dabei muss ich ganz ehrlich sagen aber ich lasse die stehen somit kann jeder meinen Style verfolgen beziehungsweise meine Styleentwicklung und Freunde deswegen würde ich sagen wir starten direkt mal mit meinen schlimmsten Fits die ich so herausgesucht habe wie gesagt heutzutage denke ich mir oh mein Gott Maxl was hast du da getragen damals fand ich es aber cool wir beginnen mit dem ersten Fit und ich muss sagen der war nicht allzu ernst gemeint <laughs> damals hatte ich noch den Gips ich habe mir ja die Hand gebrochen beziehungsweise den kleinen Finger wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen wie das passiert ist hier trage ich die die Letten mit irgendeiner schlimmen, abgerissenen Short, so einer Sweatpants, dazu natürlich ein Corona, vielleicht gefährlich in den heutigen Zeiten, übrigens Corona, absolute Umsatzeinbußen gemacht wegen, ja, wegen Covid. Äh, dazu trage ich das äh, Galaxy Print Shirt von Off-White, das man hier sieht, relativ äh, schief aussieht, äh, aus dem einfachen Grund, weil ich irgendwann mal über den Zaun geklettert bin und mir das komplette Shirt zerrissen habe. Das hat dann der Schneider äh, geändert. Dazu trage ich eine komplett die Brille, die ich irgendwo bei Beeper gekauft habe für 7 Euro. Die fand ich damals cool. Äh, da habe ich die Rolex noch. Äh, jetzt habe ich ja wieder eine, aber ich denke nicht. Ja, ein furchtbarer Fit natürlich. Auch wenn er nicht allzu ernst gemeint war, die Location dazu ist natürlich nice. Der Gesichtsausdruck, so ein bisschen ein Boxer, so ein bisschen auf Boxer angelehnt. Ich glaube, dazu habe ich noch was drunter geschrieben, wie. Treffen wir uns zur Fetzerei am Stephansplatz. Was weiß ich. Ich habe aber einen Fit herausgesucht, von den ich zu der Zeit absolut ernst gemeint habe. Ein richtiger Hype-Beast-Fit mit dieser Adidas Palace-Hose. Dann keine Ahnung, warum ich die Jogginghose in die Socken reingesteckt habe. Und dazu noch passend wieder mal die Adiletten. Mit einem Off-White-Shirt und einer von Comme de Garçon inspirierten Beanie. Da steht drauf, Come the Fuck Down. Ja, schwarz-weiß gehalten, aber trotzdem katastrophaler Fit wie ich finde Freunde. Welchen Fit findet ihr schlimmer, erster oder zweiter? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, Freunde, wir machen weiter direkt mit Justin hier habe ich einen Fit herausgesucht, das war der allerletzte, den er noch online hatte. Ich glaube, der hat Nummer 65 Posts oder so online. Man kann leider nicht weiter zurückgehen als bis 2018, aber hier trägt er die Yeezy 550 sind das mit einer Hose, die pff, ja die so aussieht, als wäre sie von Deadstock. Keine Ahnung, gibt genug Leute, die die heute noch kaufen würde. Ich finde, die hätte die damals schon schrecklich gefunden. Von den Farbtönen her passen, matcht das natürlich dazu noch ein schwarzes Off-White-Shirt. Und eine schwarze Bomberjacke und er Post hier vor einem Privatschat vermutlich. Ready for Takeoff hat er hier noch dazu geschrieben. Ähm, ja, Hose finde ich schrecklich, Schuhe finde ich schrecklich, aber nicht so katastrophal, wie das vielleicht äh, bei zwei Fits von mir der Fall war. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Freunde, wir schauen zum nächsten Pit. Wir gehen zu Patrick Specter. Und der äh, schreibt ja immer wieder Gucci-Pieces, Katastrophe. Äh, hier trägt er ein Gucci-Shirt. Das hat er eingestrickt in eine relativ Baggy-Hose, aber ich finde die furchtbar, wie er die da unten zu diesen Van-Sneakers äh, aufgestülpt hat. Ähm, dazu noch einen Gürtel, der etwas zu eng für die Hose aussieht und eine Uhr dazu, ich weiß nicht welche. Natürlich auch damals schon Ringe getragen. Ich weiß nicht von wann dieser Post ist, aber ich glaube 2018 oder was in diese Richtung. Ich habe aber noch ein zweites Posting gefunden. Vielleicht finden das sehr viele von euch cool. Ich spreche natürlich von meiner eigenen Meinung. Äh, ich habe noch ein Posting gefunden. Äh, hier trägt also, das finde ich sowieso ganz, ganz schlimm. So auf Herrenstyle angelehnte Lederschuhe, die fast schon wie so Reitstiefel aussehen, wo man dann vielleicht noch so Chaps montiert, damit äh, ja, fragt mich nicht, warum ich solche Dinge weiß, dass das Chaps heißt. Er trägt dazu eine Jogginghose oder soll es eine Anzughose sein, weiß ich nicht. Dazu dann nochmal das Shirt, das er. Patrick damals doch viel breiter gewesen als heute. Hm? Das muss man natürlich auch sagen. Äh, dazu trägt er, ich glaube, das ist ein Sweater mit einer Bomberjacke. Also auch das ein Fit mit der Cap dann noch dazu. Auch das ein Fit, wo ich mir vorstellen kann, dass er das heute nicht mehr so tragen würde. Ich glaube, von 2018, wie gesagt, wir suchen da wirklich alte Bilder heraus. Sehr, sehr cooler Post, Patrick. Grüße gehen raus. Wir schauen zum nächsten, Freunde. Mahan. Sehr, sehr schwierig, ein Posting zu finden, weil Mahan hat gefühlt nur mehr 20 Bilder oder so online. Das ist, glaube ich, relativ aktuell. Also relativ für unsere Verhältnisse relativ aktuell. Hier trägt er die Palm Angels Jacke mit dem Agnes shirt Die Hose dazu finde ich schrecklich. Ähm, dann natürlich noch die Gucci A-Sneaker. Man kennt es, wer nicht Mann hätte, ja nicht die Gucci A-Sneakers damals getragen. Also auch das ein Fit Astro World. Hashtag No-Hashtag hat er dazu geschrieben. Also sehr deep die Caption, die da drunter steht, und ja, auch ein, ein nicer Fit, den ich da draußen gefunden habe, meiner Meinung nach. Gut, Freunde, wir schauen zum nächsten, und hier haben wir ApoRed, damals noch im Gespann mit KS und Krappi. ich glaube, über die Outfits von KS und Krapi müssen wir uns nicht großartig unterhalten, hier trägt er, ich weiß nicht, ob das schon Deadstock war damals, aber eine sehr skinny Jeans, mit den klassischen NMD-Sneakern von damals, die gefühlt jeder zu Hause hatte, dazu noch ein weißes Shirt, auch eher figurbetont, mit, ich glaube, seine Versace-Chain. Also der Flex war damals auf jeden Fall schon real, im Dreier gespannt mit, mit der Caption Old Team. Ich habe noch ein zweites von ihm herausgesucht, schreibt mir gerne, welches ihr schlimmer findet. Er trägt hier, ich glaube, das sind Timberlands oder so, äh, relativ clean, dazu dann noch ein Oversized-Shirt, das war von dieser Phase damals, wo man die Shirts wirklich noch sehr lang getragen hat, Hatten man auf der Seite dann auch noch so eine, einen Einschnitt, ich glaube, solche Shirts habe ich ich, ich hoffe, ich habe solche Scherze nicht mehr. Ich würde sie, sie zumindest nicht mehr tragen. Und Jeansjacke mit Jeanshose habe ich immer schon furchtbar gefunden. Hier noch relativ skinny das Ganze. Also auch die Jeansjacke wirklich sehr figurbetont. Ähm, ja, <laughs> ich weiß nicht, ob auf den fit heute noch stolz ist, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr amüsant. Und nichtsdestotrotz 108.000 Likes. Off-White and Ripped Jeans mit einer Schere dazu. Das ist die Caption bei diesem Bild. Sehr, sehr spannend. Auch die Haare natürlich Seiten auf Null. Klassisch bei ApoRed. Grüße gehen auf alle Fälle raus. Ich glaube, jetzt haben wir schon den letzten. Ja, das war's schon, Freunde. Viel mehr habe ich nicht herausgefunden. Ich, ich habe noch bei zwei, drei anderen gestöbert, aber es ist leider das Problem, dass alle ihre Bilder rausnehmen und man die Outfits, auf die sie vielleicht nicht mehr ganz so stolz sind, nicht mehr sehen kann. Bei mir, Freunde, seid herzlich eingeladen, jedes einzelne Bild zu durchforsten. Da sind genug schlimme Fits noch dabei. Bei mir kann man die Styleentwicklung sehr, sehr gut verfolgen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Outfit ihr am furchtbarsten gefunden habt. Und geht auf alle Fälle auf Instagram. Folgt den Instruktionen. Schickt mir eure schlimmsten Hype-Beast-Fits. So richtig mit Marke und auf Flex, wo er ganz, ganz stolz war darauf und <laughs> würde mich freuen, wenn wir hier ein Video gemeinsam mit der Community draus machen könnten, Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Mittwoch vermutlich mit einer Reaction. Ich warte hier wie auf Nadeln auf das Ende des Lockdowns, um wieder auf die Straße gehen zu können und richtig innovative Videos zu bringen. Ich versuche ja alles, Freunde, um Content zu schaffen, also würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall am Start seid und immer wieder die Videos abcheckt, zumal mir, ja, der YouTube-Algorithmus ist ein bisschen ein stellt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer Maximilian.